herzlich willkommen zur diesjährigen Aktion Licht für den Frieden. Ganz anders, als wir es uns gedacht haben, aber wir lassen uns von der derzeitigen Situation nicht abhalten, ein kleines Friedenszeichen mit dem Friedenslicht zu setzen. Alljährlich wird in der Diözese Augsburg das Licht für den Frieden entzündet. Dieses Jahr am 8. Mai, an dem es auch zukünftig stattfinden wird. Die Aktion geht zurück auf das Altenberger Licht. Altenberg bei Köln war von 1922 an viele Jahre das Zentrum der katholischen Jugend. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging von dort eine Friedensstaffette aus, um aus Feinden Freunde werden zu lassen. Gemeinsam seit 1983 mahnen Bischöfliches Jugendamt, der Bund der deutschen katholischen Jugend und das evangelische Jugendwerk wachsam zu sein für die Wurzeln und kleinen Ursachen des Unfriedens und rufen Jugendliche dazu auf, aktive Friedenswege in ihrem Alltag zu gehen. Genau heute, am 8. Mai 2020, jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal. 75 Jahre Frieden in Deutschland. Haben wir in Deutschland wirklich Frieden? Was heißt Frieden? Hat Frieden mit Zufrieden zu tun? Haben wir Frieden auf der Welt? Schaffen wir den Frieden im Kleinen? Schaffen wir den Frieden in der Gesellschaft? Können wir den Frieden bewahren? Die Generation des Zweiten Weltkrieges erlebte eine schwere Zeit in Deutschland. Kriegsgefangenschaft, Hunger, zerstörte Städte, Mangelerscheinungen in jeglicher Hinsicht waren meist an der Tagesordnung. Erst die 50er und 60er Jahre brachten eine Beruhigung. Trotzdem gab es den Kalten Krieg, die Trennung Deutschlands kam und vieles mehr. Vieles gibt es, was nicht friedvoll ist. Frieden ist sehr zerbrechlich. Gerade wenn wir einen Blick auf die ganze Welt werfen. Es gibt genügend große und kleine Kriegsschauplätze. Unser Friedenslicht ist deshalb wichtiger denn je. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jahrhundertelang war es normal, mit Gewalt und Krieg eigene Interessen durchzusetzen. Heute haben wir 75 Jahre Frieden in Europa. Heute leben wir in Frieden und Freiheit. Das ist manchmal auch anstrengend, weil an Frieden und Freiheit gebaut werden muss. Wir können uns ständig dafür einsetzen. Das will ich tun. Dieses Jahr feiern wir 75 Jahre Kriegsende, 75 Jahre Frieden in Deutschland. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich in diesem Frieden groß werden durfte, weil es für mich heißt, in Freiheit und ohne Angst aufwachsen zu dürfen. Das ist ein schöner Grund, um ein Friedenslicht anzuzünden und es auf die Reise zu schicken. Ich bin dankbar für 75 Jahre Frieden, weil ich jederzeit meine Meinung äußern und mit anderen demonstrieren gehen kann. Ich möchte, dass es so bleibt und gebe dafür das Licht des Friedens weiter. Die Nachkriegsgeneration hat wahnsinnig viel Aufbauarbeit geleistet, dass wir in Deutschland so leben können, wie wir es jetzt tun. Und dafür bin ich dankbar. Gott, du schaust mich freundlich an. Schenke mir den freundlichen Blick, der die Menschen und das Leben nicht bewertet an den fehlerhaft und an dem, was unvollständig ist, sondern der mir entdecken hilft, was wachsen kann und will in meinem Leben. Gott, ich bitte dich, dass ich erkenne, was zum Leben nötig ist.
und auf was ich besser verzichte, um meiner und unserer Kinder Zukunft willen. Ich bitte dich, dass ich das Lebensdienliche vom Lebensfeindlichen zu unterscheiden lerne, dass ich mich nicht der Schwarzseherei überlasse, die unsere Welt noch dunkler machen würde, sondern mit wachem Blick wahrnehme, wo ich etwas zum Guten wenden kann, dass ich sehe, wo ich mich mit anderen Menschen verbinden und verbünden kann, um gemeinsam Schritte zu tun, die ins Helle führen. Wir bitten dich, Gott, für alle Menschen, die auf den Wegen ihres Lebens unterwegs sind. Behüte und bewahre sie, lass sie gute Begleitung finden, die ihnen hilft und zur Seite steht. An dieser Stelle sollen sie Zeit haben, eine eigene Fürbitte zu sprechen, zu denken oder einfach auch nur kurz still zu sein und den Segen Gottes zu erbitten. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer ruht. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern lass ich trösten, nicht, dass ich verstanden werde, sondern lass ich verstehen, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Guter Gott, segne uns, du der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.